Ein herzliches Willkommen zurück. Wir hatten im letzten Part mit der Treppe nach unten angefangen. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und das geht so nicht. Ich muss leider sagen, das geht so ganz und gar nicht. Also wir müssen das ein bisschen anders machen. Wir brauchen Kobbel. Wir haben so gar nichts an Kobbel, ne? Okay, also wir müssen auf jeden Fall eine Leiter bzw. eine Treppe nach unten machen. Das hier geht so nicht. Das ist einfach... ist das jetzt Behutsamkeitssacke? Nee, Effizienz, okay. Das ist einfach zu lasch, also es geht zu wenig nach unten. Wir müssen schneller nach unten. So, erstmal hier alles wegmachen. Okay. Dann würde ich eigentlich hier gleich von da aus losgehen. Genau. Jetzt müssen wir hier immer so. Ist absolut blöd, weil wir dann immer von unten den Block wegmachen müssen. Und ich habe jetzt schon überlegt gehabt, dass man eventuell für diesen unteren Block einfach Erde nimmt und das draufsetzt. Es ist vielleicht einfacher und schneller wegzukriegen. Obwohl das mit der Effizienz ging jetzt eigentlich. War es doch relativ fix weg. Ja. Auch müssen wir nochmal gucken. Also jetzt erstmal schlafen. Dann vielleicht doch Erde. Oder doch Stein. Ein Kobbel eventuell. Weil wenn man den verliert, ist nicht so schlimm. Da können wir einiges nachmachen. Da brauchen wir sowieso noch etliches. Effizienz 2. Und da haben wir noch 3. Was haben wir hier denn noch drin? Glück. Behutsamkeit. Okay. Da würde ich jetzt erstmal die hier nehmen und mal eben schnell ein bisschen Kobbel machen, dass wir den haben zum Unterpacken. Den machen wir dann später weg. Nehmen wir dann Trank oder irgendwas und machen den dann später weg, den Kobbel. So. Okay, ja. Genau, machen wir erstmal das Grundgerüst fertig und dann setzen wir später dann die Treppen drauf. So. Jetzt habe ich nach unten gedrückt und nicht nach oben. So. Da kommen dann die Stufen draufgesetzt hin. Ich sollte vielleicht nochmal einen Eimer dahin packen. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis wir unten sind. Vielleicht sollten wir auch erstmal nur die Hälfte machen und da schon was Wasser rausmachen dann. Ist vielleicht einfacher. So, mal gucken, wie weit das ist. So weit ist das ja eigentlich gar nicht. Ah, verdammt. Na gut. So. Das ist ganz schön anstrengend, sich so im Wasser zu halten. Krieg ich bald einen Krampf im Daumen. Atmen. Ach, wir sind bald da. Das ist also gar nicht so, so schlimm. Na. Okay. Ja, mit den Halbstufen wären wir überhaupt nicht bis hierher gekommen. Da wären wir noch viel, viel weiter oben gewesen. Also wir wären gar nicht bis in die, bis hier in die untere Etage gekommen mit den Sachen, sondern wir wären in der oberen geblieben. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier aufmache, ich habe da noch
getroffen, ne? Ach, ich bin hier hinter den Türen. Das ist ja praktisch. Okay. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Moment. Zack, mache ich da. Ich würde hier mal eben ein wenig zumachen. Nur ein wenig. Obwohl, wir können es auch gleich ganz zumachen. Was zu ist, ist zu. Weil dann brauche ich mit dem Wasser hier nämlich nicht mehr aufpassen, wegen der Lava. Und unsere Golems spawnen. Also können trotzdem nach unten durchfallen. Nur noch 25. Mal gucken, ob das reicht, was ich hier so dabei habe an Kobbel. Nö. Ja, toll, so ein bisschen was fehlt. Ah. Und wie komme ich hier wieder hoch? Naja, runter kein Ding, aber wieder hoch. Hm. Okay, wir lassen das erstmal so. Wir ändern das dann gleich. Hier war ich hinter der Tür, ne? Ja, das ist echt, echt cool mit der, so hinter der Tür. Das ist praktisch. Okay, eben schnell was essen. Dann gehen wir nach oben, holen uns nochmal Kobbel. Weil ich finde das echt da. Sowas von passend. Das ist ja. Dann hier noch eins runter und zack, sind wir auf dem Boden. Also es hat wunderbar gepasst. Das hier muss noch weg. Und das muss auch noch erstmal weg. So, das war die Effizienz. Ja. Dann, es hat noch ein bisschen Kobbel machen. Aber kaum EPs. Wir müssen auch unbedingt nochmal EPs farmen irgendwie. Dass wir dann nochmal ein bisschen verzaubern können. Denn so langsam gehen alle Sachen so zur Neige. Das wäre schon ärgerlich, wenn wir hinterher so gar nichts mehr haben. Ich sage dann. Gucken wir doch auch gleich nochmal nach den Monstern zwischendrin. Jetzt müssen wir nur noch Treppen machen aus Kobbel. Und der Rest ist aus Cleanstone. Und Cleanstone haben wir noch. Ach, hier haben wir noch die Ziegel drin, genau. Schön. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal einmal nach den Monstern gucken. Wir da zwischendrin so ein bisschen EPs farmen. Hallo. Ah, und nach den Schwämmen müssen wir gleich auch mal gucken, dass die dann auf jeden Fall auch trocken sind. Und ob wir genug Glas haben. Ansonsten müssen wir nochmal Glas brennen. Denn wir brauchen so einiges an Glas für die Treppe. Da war eine Karotte. Na, was haben wir eigentlich auf dem Schwert drauf? Haltbarkeit. Da müssen wir auch mal gucken, dass da noch irgendwas anderes drauf kommt. Das ist ja... Man braucht ja Ewigkeiten hier. Schärfe wäre gut. So. Noch und dann ist gut, dann machen wir erstmal mit Kobbel weiter. So. Ach genau, nach Glas gucken noch eben. Glas 64. Das reicht uns im Leben nicht. Also packen wir nochmal 2 Stacks Sand. In den Ofen können wir auch 3 Stacks eigentlich reinpacken. So. Achso, das war der Kobbel, genau, der da unten wieder weg muss.
Das reicht uns noch nicht ganz. So. Ach, na, schwimmen wollte ich noch gucken, genau. Schwämme, wo haben wir die denn? Habe ich die, hier? Da. Ah. Trockene Schwämme, das ist gut. So, dann machen wir uns jetzt ein paar Treppen. Gucken mal, wie weit wir kommen mit den Treppen. Und Stein habe ich auch ein paar dabei. Alles klar. So, dann machen wir mal weiter. Ist dann ja eigentlich... Huch, verdammt. Nur noch die Stufen hier hinsetzen. Gut, das müssen wir wegmachen. Da oben hatten wir auch noch einen, der nochmal umgedreht werden muss, ne? Da, genau. Der ganz obere. Der lässt sich ja schnell wegmachen. So. Okay, und dann gehen wir bei und machen hier an die Treppe jeweils noch einen Greenstone an. Bis unten hin dann auch. Ich würde jetzt gerne aber hier schon mal anfangen, den Kobbel wegzumachen. Denn das dauert noch am längsten mit. Atmen. Und da haben wir ja auch keine Chance, den dann später zu machen, wenn, wenn hier kein Wasser mehr wäre. Denn hier bleibt ja das Wasser. So ein bisschen unterklemmen, dann geht das ganz gut. Dann rutscht man nicht immer weg. Ah, keine Luft mehr. So. Und es wird dunkel. Und das heißt, wir müssen ins Bettchen. Und ich würde das tatsächlich dann jetzt so versuchen, so ein bisschen etappenweise zu machen. Also dann jetzt Glas an die Seite zu machen und dann mit einfach das Wasser schon mal rauszumachen. Um dann immer ein Stückchen zu haben, wo man schon mal atmen kann. Glas. So. Das ist Glas auf jeden Fall bis oben hin. Das war's auch schon. So. So. Verdammt. So, eine Seite haben wir. Das machen wir mit der Behutsamkeitshacke ab. Das können wir nämlich hier wieder einsammeln. Dann machen wir die andere Seite. Da können wir nämlich jetzt auch schon schön den Greenstone gegen machen. Und dann machen wir gleich den Kobbel hier weg. Ach, verdammt. So, das war's. Und dann haben wir auf jeden Fall gleich schon ein ganzes Stückchen geschafft, was man dann eben auch schon ein bisschen wasserfrei machen kann. Wir haben aber kein Glas mehr. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt erstmal hier den Kobbel weg. Hier. Hilfe. So. Jetzt muss ich hier gucken.
Das war... Der kann auch weg. So, hier so ein bisschen die Orientierung behalten. Das dauert unter Wasser aber auch ewig lang. Das finde ich so ein bisschen nervig. Also da wäre es schon schön, da noch irgendwas zu haben, was das Ganze so ein bisschen schneller macht. Denn Effizienz bringt einem hier auch nicht so wirklich viel. Ist das der letzte schon? Dann ginge das ja doch schneller wie gedacht. Das ganze Meckern nicht gelohnt. Ne, es war schon der letzte. Okay, also so sieht das dann am Ende aus. Ah, halt ohne den Kobbel. Und hier oben ziehen wir dann wieder rüber bis ganz nach drüben und machen dann unsere Glasscheiben da drauf. Das sieht dann eigentlich ganz nett aus. Ich kann ja schon mal ein Stückchen machen. Dann seht ihr schon mal, wo das Ganze hingehen soll, wie das Ganze nachher aussieht. Gucken wir uns von da hinten mal eben an. Natürlich, dass die Zucker auch nicht so hoch gewachsen. So. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Ich denke, das kann man so nehmen. Das ist okay. So, Kobbel braucht man noch ein bisschen. Und Glas brauchen wir. Und das braucht noch ein bisschen zum Brennen. Gut, okay. Der Part ist ohnehin zu Ende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.